wenn Chelsea nicht mit 8:0 gewinnt, dann ist der Pott heute sicher bei Man City gelandet. Aber das werden wir jetzt in den nächsten 90 Minuten sehen. Die Barclays Premier League ruft zum 36. von 38 Spieltagen. Schöner Schuss, voll daneben. Wir haben das Spitzenduell, 1 gegen 2. Wie wir hier sehen können. 1 gegen 2, Differenz sind 9 Punkte bei noch 3 Spielen. Und Man City hat eine um 22 bessere Tordifferenz. Es wird hier nichts mehr anbrennen. Ja, also, das sind alles noch Zahlenspielereien und können die Theoretiker jetzt sagen, ja, aber es könnte noch, aber es wird nicht mehr. Deswegen, selbst wenn Chelsea 3:0 gewinnt, ist hier absolut nichts angebrannt. Selbst wenn sie 5:0 gewinnen, ist nichts angebrannt. Das hier wird nicht mehr schief gehen. Allerdings wäre es relativ dämlich, jetzt 5:0 zu verlieren, denn es stehen große Spiele an und das ist natürlich auch psychologisch ein Riesennachteil. Wenn du vor dem CL-Finale oder vor dem FA-Cup-Finale 5:0 verlierst, das geht halt nicht. Das sollst du nicht machen. Du, mir knappe Sache. Aber ein guter Start. Und jetzt seht ihr ja noch einen Vorteil. Das heißt, die Fans stehen ihnen heute im Rücken und können auch dann live bei der Perfektmachung der Meisterschale dabei sein. Man City ist sicher Meister, das wird sich jeder auch schon gedacht haben. Wenn sie heute punkten, das heißt unentschieden oder Sieg in jeglicher Höhe, reichen zum Meisterschaftstitel. Ansonsten muss man die Rechenfuzis ranlassen und dann noch einen Spieltag abwarten, dann ist das Ding auch durch. Loni, ist es das 1:0? Nein! Gut gehalten von, ich glaube, Szczęsny müsste es sein. Oder ist es denn? Nee. Nee, Szczęsny war bei Arsenal. Nee, das ist ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit Kuh. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen, wenn der Keeper den Ball in den Arm hält. Und das ist hier passiert. Courtois. Na klar. Courtois ist der Torwart von Chelsea, der heute versuchen will, noch, ja, immer die Saison so mit Würde zu beenden. Diesen Zweikampf. Der durch die vielen Niederlagen von Man City, durch die vielen Niederlagen von Chelsea und durch die vielen Unentschieden von Chelsea, der doch relativ einseitig geworden ist. Und da ist auch nichts, brennt auch nichts mehr groß an. Loni. Kann er den durchbringen? Sieht gut aus. Loni! Loni! Oh, ich war schon am Jubeln, aber. Ja, ja, Touré, den machst du nicht. Das ist kein Vorwurf. Trotzdem, Bombenschuss. Man City meldet ganz genau an, welche Ansprüche sie heute haben, auf welchen Tabellenplatz sie stehen und warum sie auf diesem Tabellenplatz stehen. Das konnte ich aus diesen ersten Minuten, aus diesen ersten 15 Minuten ganz, zumindest für mich persönlich, ganz klar ablesen. Vielleicht bin ich aber auch gern, möchte gern Spieleleser. Ich weiß nicht. Mal schauen. Dumbia. Oscar. Dumbia. Zabaleta. Aber zu direkt darf man es auch nicht machen. Chelsea sollte jetzt sich langsam von diesem Schock erholen. Und versuchen jetzt mal was dagegen zu machen. Torres wird noch gestoppt. Denkst du dir? Wahnsinnsparade. Das war alles andere als trivial, den zu halten. Wirklich. Relativ weit hinter Torres. Rodwell und der kriegt ihn sogar noch. Und jetzt kann er ihn raustreiben. Das war zu weit. Ja, das raustreiben war nicht gedacht, aber der Regen hat es ihm auch ein bisschen schwer gemacht. William! Keeper da, zum zweiten. Und Dumbia. Rodwell, neuer Versuch. Zu direkt gedacht, zu einfach gedacht. Mikel, sehr gut von Kompany. Hat ein bisschen Pech. Hätte aber schlimmer kommen können. Torres. Zabaleta hält den Fuß rein. Ich glaube, es war Zabaleta, war es? Ja, war er. Inzwischen bin ich mir fast sicher, dass die 5 Zabaleta ist. Irgendwann hat mein Name auch mal drin. Jetzt, wo die Saison vorbei ist und ich wahrscheinlich woanders hingehe. Naja, ich habe es immer probiert, ne? Touré. Kann ihn noch Silberspitzeln. Touré. Und den hat Casillas sicher. Nee, nicht Casillas, Courtois, was sag ich denn? Ah, irgendwas mit C und Torwart. Und waren wir bei Chelsea? Ich glaube, nee, Tschech waren wir bei Chelsea. Hab ich verwechselt. Oh, danke, Gehirn, hast du toll gemacht.
Aber gut, ein Spiel relativ ansehnlich. Beide Mannschaften gut dabei. Ich glaube, das ist somit die spannendste Partie. Bis auf das Real-Halbfinal-Rückspiel in der Champions League war das. Habe ich schon oft und lang und breit genug erklärt, warum das eigentlich nicht zählt. Werde ich nicht nochmal machen. Also abgesehen, es war auch nicht wirklich spannend. Das ist wirklich das bisher spannendste Spiel der Aufnahme. Wenn es auch nicht immer wirklich was geht, aber es ist einfach ein Kräftemessen. Was dann natürlich nochmal das Gefühl gibt, oh ja, ich bin zu Recht Meister geworden. Oder ich werde zu Recht Meister werden oder irgendwie sowas. Weil man seine direkte Konkurrenz auch einfach ausschalten kann. Danach sieht es, also nach Ausschalten sieht es erstmal nicht aus. Sieg vielleicht. Dafür haben wir noch 50 Minuten Zeit. Aber Ausgeglichenheit ist auf jeden Fall zu sehen. Also ich kann, wenn ich dieses Spiel sehe, nachvollziehen, warum diese beiden Mannschaften auf Platz 1 und 2 der diesjährigen Barclays Premier League sind. Und warum Man City jetzt diesen Angriff landet. Oder versucht zu landen. Zu weit. Navas, geht noch was. Zweiter Versuch. Navas kann nicht nachsetzen und Hazard setzt sich durch. Kann Navas abhängen. Matic. Navas. Noni, oh, Dumbia. Aber da muss er jetzt auch erstmal. Da fehlen dann irgendwie so die Anspielstationen. Die beiden sind irgendwie vorne, das ist auch ganz nett, aber ne, wo soll es dann hingehen? Vorne hat Witze nichts, William. Ja, okay, Halbzeit. Beide können sich nochmal beraten, beide können dieses Prestige-Trail nochmal überdenken und vielleicht mit einer vorherigen Halbzeitrede des Trainers für sich entscheiden jetzt. Zumindest einen mentalen Vorteil erlangen. Aber da schauen wir jetzt erstmal drauf. Jetzt sieht hier Anstoß. Verliert den Ball, kriegt ihn wieder. Und Loni. Zu einfach, wieder mal. Setzt aber dann auch nicht wirklich nach. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, ich mache das nicht mit Absicht. Ich mache halt direkt, oh, Spielerwechsel hier, ne? Ich glaube, es hängt auch gar nicht an Loni. Ich mache das einfach generell. Weil ich will oder ich weiß es nicht. Dumbia, gut gespielt. Man kann sich durchsetzen gegen David Luiz, auf keinen Fall. Also nicht generell, aber in dieser Situation auf keinen Fall. Das war nichts. Loni. Oh, das könnt ihr auch nicht machen. Wir sind in einem halbwegs wichtigen Spiel, zumindest prestigemäßig. Man könnte auch nicht sowas machen. Chelsea kommt in Minute 90 und ballert mir meinen Arsch weg. Oder ballert euch euren Arsch weg, wenn wir noch in der Kommentatorenperspektive bleiben wollen. Nein. Willian lässt sich nicht stoppen. Silva. Kompanie lässt sich von keinem aufhalten. Und Rekik. Grätsch vorbei. Das wäre Elfmeter. So ist es. Nur eine Chance, die zu nichts führt. Loni, was zum Fick war das? Wie der Ball noch bei irgendwem von mir gelandet ist, ist mir ein Rätsel, das ich nie lösen werde, glaube ich. Anabasch. Guter Versuch, auch wieder. Ja, nee. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. William. Man sieht, die macht sich zu einfach. Es ist vielleicht ganz gut, dass die Aufnahme nach vorbei ist, weil ich langsam wieder in diesen Modus verfalle, der immer nach einer dann nach gewissen Aufnahmezeit auftritt. Die sich denken, oh, ich habe bisher alles gewonnen. Oder relativ viel gewonnen. Oh, jetzt lassen wir mal. Jetzt funktioniert sowieso alles. Aber das stimmt halt nicht. Und das ist ein ganz großer Fehler. Loni. Das war wenigstens mal den Angriff irgendwie zu Ende geführt. Das ist schon mal gut. Auch wenn kein Tor resultiert ist, aber das war für mich ein wichtiger, auch psychologischer Schritt. Yo, das war ein ordentlicher Kopfball. Aus 20 Metern, Respekt. Musste so erstmal hinbekommen. Der Spaß scheint weiterzugehen. Nun zum ersten. Nun zum zweiten. Und Dumbia. Er hat sich fast frech hier reingelümmelt. Möchte man sagen, aber abseits. Ich konnte nicht schnell genug zurückziehen, sorry. Da waren die Ränge kurz mal leer. Schöner Grafikpack. RIP. Touré. Loni.
Vielleicht mal selber einsetzen. Loni, zu spät. Zweiter Versuch, Loni. Dann geht natürlich, ich glaube, die 15 ist Navasch. Dann geht er da nicht hin. Macht mich zu einem sehr, sehr traurigen Panderbällchen, wirklich. Ja, Navasch ist die 15, wusste ich da. Also der Ball war langsam genug, dass ich Navasch hätte auswählen können. In aller Ruhe gehe ich zum Ball hin, rette ich den, dann mache ich noch was draus. Aber nein, das Spiel wollte nicht. Dankeschön dafür. Kackmüll, ey. Oh, Loni, da will das direkt jetzt nochmal richtig schön machen. Und alle vernaschen. Bei dem 0-0 nicht die allerbeste Idee, vielleicht. Ich habe hier keine Ahnung von Fußball, aber das kann man vielleicht überdenken. Torres. Rodwell, kommt nicht schnell genug hinterher. Kann aber auch nicht beißen. Also die Beißerfähigkeit fehlt mir heute auch. Chelsea kann einfach zu leicht teilweise kombinieren. Er wird nicht wirklich gestört. Dann ist mal so eine Chance da. Willian, und dann steht es fast 1-0. Wenn ich wieder mal... Wer ist eigentlich? Ist es O'Connor im Tor? Nee, Lawler. Ich dachte, 43 kenne ich nicht. Und Connor und Lawler sieht bei dieser Schriftart relativ ähnlich aus. Ja. Da passiert halt mal André Schürrle. Das sieht nicht aus wie André Schürrle. Also hundertprozentig nicht. Was ist das denn? Sah André Schürrle mal so aus vielleicht. Kann schon sein. Ja. Es sieht aus, als würde Man City diesen Machtkampf verlieren. Andererseits kommt jetzt die Statistik, die sagt, oh, aber Man City hat in jedem Spiel entweder diese Aufnahme 1 oder 4 Tore geschossen, nie was anderes. Für 4 wird es ein bisschen knapp, aber auf den Ausgleich darf man diesbezüglich dann auch noch hoffen. Auch deswegen, weil Man City natürlich keine schlechte Mannschaft ist. Also Ausgleich kann hier durchaus passieren. Ja, da wird schön... Stochert, das, was man 80 Minuten vorher schon hätte sehen sollen. In allen 80 Minuten vorher wäre das sehr von Vorteil gewesen. Aber nein, muss ja nicht. Wäre ja dumm, Einsatz zu zeigen. Jovetic. David. Silva! Und Jovetic kommt nicht mehr ran. Foult aber auch noch, weil sein Tackling auf den Mann geht. Oh nein. Ärgerlich, es hätte so gut werden können. Egal, 0-1 ist auch in Ordnung. Wie gesagt, ist nicht mehr wirklich relevant. Damit hat man jetzt nur die rechnerische, aber man hat die Meisterschaft, denn eine Differenzunterschied von 20 wird Chelsea in 2 Spielen nicht aufholen. Das wird nicht passieren. Sagen wir es, wie es ist. Ach, schade. Ärgerlich, aber gut. Muss ich mitleben, kann ich mitleben, werde ich mitleben. Und das nächste Mal das Saison-Knallfinale. FA Cup Finale gegen Manchester United, Champions League Finale gegen den FC Barcelona und noch 2 Mal in der Liga, wo man noch 6 Punkte nach Hause bringen muss. Es wird wohl nicht mehr schief gehen. Aber wer weiß, ne? Es kann ja wahrscheinlich alles passieren. Ja, Freunde, vielen Dank fürs dabei sein. Es war eine sehr schöne Aufnahme und hoffentlich das nächste Mal gibt es Pokale. Haut raus.